Wir spielen heute Werwolf. Mit von der Partie ein Spielleiter und 10 Spieler. Einer davon seid ihr. Zu Beginn des Spiels wird jedem Spieler per Karte eine von 4 Rollen zugewiesen. Da gäbe es zum Beispiel die Werwölfe. Die Bösen im Spiel. Jede Nacht töten sie einen der anderen Dorfbewohner. Ferner verteilen wir noch die Hexe. Die besitzt einen Heil- und einen Giftzauber, die sie beide einmalig einsetzen kann, um einen Spieler nachts zu retten oder eben zu töten. Den Seher haben wir auch noch. Der kann niemanden abmurksen. Dafür aber auf einen beliebigen Spieler zeigen und vom Spielleiter erfahren, ob es sich bei der Person um einen Werwolf handelt oder nicht. Den Rest der Spieler stellen die friedlichen Bürger. Einen davon spielt ihr. Es ist streng verboten, seine Rolle aufzudecken. Wer es dennoch tut, scheidet automatisch aus dem Spiel aus. Sind die Rollen nun verteilt, entführt uns der Spielleiter hinein in das Abenteuer und leitet durch Tag und Nacht. Nachts schließen alle ihre Augen und auch für euch wird es dunkel. Die Figuren werden nacheinander aufgefordert, ihre Augen zu öffnen und ihrer Rolle nachzugehen. In der Tagrunde hingegen versuchen die Bürger, den Werwölfen auf die Schliche zu kommen, diskutieren, streiten und bestimmen eine Person, die gehängt werden soll. Über den Chat wird bestimmt ihr mit Ausrufezeichen, BOR, Leerzeichen und dem Namen des Opfers, wer aus dem Spiel scheiden soll. Derjenige mit den meisten Votes gilt dann in dieser Runde als Tipp seitens des Chats. Bei einem Unentschieden in der Gruppe insgesamt entscheidet auch der Chat, für wen das Spiel vorbei ist und wer weiterspielen darf. Das Spiel endet, sobald alle Werwölfe erwischt oder alle Dorfbewohner ausgeschaltet wurden. Und nun viel Spaß!